Das Wort Demokratie bedeutet Herrschaft des Volkes. Es kommt aus dem Griechischen. Im alten Athen trafen sich alle freien Männer, um über politische Fragen zu diskutieren und abzustimmen. Nicht dabei sein durften Frauen, Sklaven und Nicht-Griechen. Mitbestimmen konnte also nur ein kleiner Teil der Bevölkerung. Heute gibt es weltweit mehr als 120 Demokratien. So viele wie noch nie in der Geschichte der Menschheit. In einer Demokratie entscheidet nicht ein Machthaber oder eine kleine Elite allein. Viele reden mit. In der Regierung, im Parlament und in Interessensgruppen. Politische Entscheidungen werden öffentlich diskutiert. Grundlegend für Demokratien sind regelmäßige, freie und geheime Wahlen, wo jede Stimme gleich viel zählt. Hier präsentieren Parteien ihre Kandidaten. Aus denen kann dann jeder wahlberechtigte Bürger diejenigen auswählen, die dann seine Interessen vertreten sollen. Die gewählten Abgeordneten sitzen in der Volksvertretung, im Parlament. In Deutschland ist das der Bundestag. In den Bundesländern sind das die Landtage. Die Volksvertreter entscheiden über die wichtigsten Dinge. Zum Beispiel, wie viel Geld der Staat ausgeben darf. Der Bundestag macht auch die Gesetze, an die wir uns alle halten müssen. Und er wählt die Bundeskanzlerin bzw. den Bundeskanzler. Besonders wichtig in einer Demokratie: die Macht muss aufgeteilt sein. Es gibt die Legislative, die Gesetzgebende. Das sind die gewählten Volksvertreter, die in den Parlamenten über die Gesetze beraten und sie verabschieden. Daneben gibt es die Exekutive, die Ausführende. Das sind die Staats- und Länderregierungen, Ministerien, öffentliche Verwaltung, Staatsanwaltschaft, Polizei. Sie alle setzen Gesetze um. Schließlich die Judikative, die Rechtsprechende. Dort sorgen Richter dafür, dass Gesetzesbrüche bestraft werden, dass Recht eingehalten wird. Alle drei, Legislative, Exekutive und Judikative, kontrollieren sich gegenseitig. Das ist Gewaltenteilung. Nur wenn die Gewaltenteilung funktioniert, spricht man von einer echten Demokratie.